Mein Name ist Detlef Kaczmarek, ich bin vom Stadtmarketing Bad Harzburg und bin für das Thema Wandern zuständig in unserem schönen Ort. Und heute geht es darum, Ihnen zu erzählen, dass wir zwei Wege zertifizieren lassen haben, nämlich einmal im Nationalpark, das ist die Luchstour, wo natürlich auch das Luchsgehege als Anlaufpunkt dabei ist, aber auch das romantische Eckartal mit sehr viel Ruhe, wo man dann bis zur Eckartalsperre kommt und sehr viel Natur erleben kann. Und der andere Weg im Naturpark Harz, wo die Geesteklippe natürlich das Ziel ist, ganz, ganz wichtig sind, ist der Wechsel, also Formationswechsel. Das bedeutet Blick ins Tal, Blick auf eine Felsformation, herangehen an eine Felsformation, kleine Seen, die man sehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eben Natur pur. Ich würde jetzt sagen, wir haben keine besonderen Zeiten, aber der Herbst hat natürlich seine Eigenarten. Also durch die Farben, die dann ins Spiel kommen, Indian Summer ist ja der große Begriff, der immer hineinspielt. Und das ist natürlich was das Besondere, wenn das Laub sich dann färbt. Und wir haben ja jetzt im Harz auch sehr, sehr viele Bereiche, die Laubwald sind. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man dann durch diesen Bereich geht und rote, gelbe Blätter mit den Grünen gepaart zu sehen sind.